Hallo und willkommen zurück zu EFT. So, letztes Mal mussten wir schreckliche Verluste über uns ergehen lassen. So viel Geld haben wir verloren. Das müssen wir jetzt nachholen, wieder reinholen. Wir gehen auf Wutz und los geht's. Ah, hoffentlich kommen wir auch mal wieder aus einem Raid raus. Ich weiß, Wutz ist relativ dämlich mit einer Schrotflinte, aber ich bin dämlich. Okay, wir sind da an dem Truck halt. Der dürfte in Richtung Music Camp uns geleiten. Beziehungsweise, da ist Outskirts, da ist das Geffhaus. Music Camp ist in die Richtung. Oh, es dauert immer ein paar Sekunden, bis ich mich vollständig orientiert habe, aber insgesamt würde ich sagen, das ist doch ganz ordentlich für die Map. So. Hoffentlich sind die Schrotflinten gut. Mit der letzten, mit der M870, sind wir auf Customs richtig stark gescheitert. Und das nur beim Skeff, der einen Helm auf hatte. Keine Ahnung. Ich habe die aber auch in früheren Vibes tatsächlich nicht so gemocht, die 870er. Diese 133er oder die 155er Schrotflinten, mit denen bin ich eigentlich immer ganz gut zurechtgekommen. Ich hoffe, das wird jetzt auch der Fall sein. Vor allem seitdem wir Jäger haben, haben wir da eine nahezu endlose Grundversorgung mit Schrotflinten, was mich sehr glücklich macht. Genau, dann haben wir hier den ersten Stash. Hoffentlich. Oh, auf die Ausdauer aufpassen. War der doch da hinten? Es war immer der hintere, glaube ich. Ach nö, hier ist es. Glauben ist nicht wissen. Emma Kommütze, irgendwas. Oh, Ledex. Millionen ist das wert. Also nicht wirklich, aber doch, also im Flea Market teilweise schon eine Million wert. Also der Raid hat sich schon gelohnt. Das ist in der Gefängnisbrieftasche. Da kneife ich den Arsch so fest zusammen. Das kriegt man jetzt auf jeden Fall noch raus. Also egal, ob wir jetzt aufs Maul kriegen, es hat sich schon gelohnt. Und das einfach in einem Stash. So ein Glück. Also heute fängt es gut an. Zumindest was den Loot angeht. So. Kommt mit erhobenen Flossen raus und schießt mich zurück. Hier sehe ich keine, höre ich auch keine. M61. Nehmen wir mit. Jetzt höre ich was. Nee, jetzt nicht mehr. Nichts drin. Goldkettchen, endlich liegt mal was da. Und... oh, Ronin-Maske. Kann man die direkt... nee, kann man nicht aufziehen. Ich glaube, je nachdem, die ist mindestens 80.000 wert, wahrscheinlich eher 100.000. Also lootmäßig echt nicht schlecht. Ich kenne halt hauptsächlich die Flea Prices davon, also die im PvP von vor einem Vibe. Oder jetzt der zweite Vibe, UCW, RP, keine Ahnung. Keine Ahnung. Leer, Rattencola, MRE. Komm schon, Papa braucht auch einen Tushonka. Da ist Wodka. Holen wir gleich. Brauchen einen größeren Rucksack. Hot Rod. Keine Ahnung, was das ist für Munition. Ach, wenigstens kein Kätzchen hier. Zwar auch nichts anderes, aber auch kein Kätzchen. So, das Pferd kann man wieder abstellen. Das brauchen wir gerade nicht. Ist auch nur 7000 wert. Das Visier wäre ein bisschen wertvoller, aber ich bin fast überzeugt, dass wir noch anderes Zeug finden werden und was uns ein bisschen mehr bringt, dass wir dafür Inventarplatz haben. So, die ganzen Zigaretten, Humpback. Komm schon, Papa braucht Tushonka. Scheiße.
kleines WD-40. Broken LCD, Paracord, alles eigentlich wertvoll. Also der Broken LCD nicht. Das Paracord, aber ich brauche Inventarplatz für Wichtigeres. Wobei wir noch nicht wissen, ob wir das Wichtigere finden. Eine Bandage. Ja, Waffenteile. Ist das ein Suppressor? Ja. Schalldämpfer sind immer wertvoll wie Sau. Deswegen nehme ich die immer gern mit. Ein Grizzly, verdammt, das müssen wir eigentlich mitnehmen. Und ein Splint. Und zwei EWR. Dafür können wir Salevas eintauschen. Ja. Schade. Schade für den Suppressor. Hot Rod können wir trinken. Hier, Alu-Splint, nehmen wir den mit voller Ladung. Raus damit. Also voller Ladung nach unten. Nach oben. Und hier mit dem Grizzly. Sonst noch was Wertvolles? Nö, aktuell sieht's gut aus. Oh. Irgendwie Schritte gehört. Wahrscheinlich nur die normale Tarkov-Paranoia. Apfelsaft brauche ich nicht. Nein, Loot doch. Und Duct Tape brauchen wir anscheinend fürs Hideout, aber dafür habe ich gerade keinen Platz. Da müssen wir eigentlich schon wieder rausgehen. Wir schauen noch, ob wir hier irgendwie Tushonka finden. Ansonsten ab zum Vehicle Exit, hätte ich gesagt. Auf die Gefahr hin, dass da oben wieder die Bosse sind, gehe ich hier nur nach rechts. Schau noch nach Medizinkram und dann über das Sunken Village zum Vehicle Exit. Das wäre jetzt der Plan. Vielleicht klappt's ja. Mist. Ah, wieder keine Essenskiste. Ich brauch doch Tushonka. Bias brauche ich auch. Scheiße. Boah! Das klingt aber nach Boss. Wir nehmen eine andere Route ins Dorf. Alter. Vor allem die Bosse sind ja dann zu zweit oder zu dritt. Bird Eye, Big Type und irgendeiner noch. Nee, 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 das tun wir uns nicht an. Nicht jetzt, nicht mit der Schrotflinte. Nicht ohne gescheite Body Armor. Müssen wir hier leider außen rumlaufen. Liegt er einfach hier so rum? Was macht er denn da? Die MP5 nehmen wir, die Pistole nehmen wir. Irgendwie ein BTR. Gute MP5 Magazine. Weg damit. Hier mit der Rüstung. Ja, mit seinem Zeug. Ah, die XL hätte er auch ganz gern. Da ist auch noch einer. Ja,
Herrn Skeff. Injektor brauche ich. Den habe ich noch nicht gefunden. Das kommt nach oben. So. Dann können wir noch das saufen. Ist ja Glück, dass ich mich ein bisschen verlaufen habe. Zum Holzfällerlager gelaufen bin und dass wir hier so schöne Leichen finden. Solange der Verursacher davon nicht uns auch noch abballert, ist ja alles gut. Theoretisch können wir jetzt zum Northern UN Roadblock. Der ist näher dran als alles andere. Glaubt, das machen wir auch. Also das war doch mal ein ganz guter Run. Zumindest lootmäßig alles found in Raid. Das ist wunderbar. Dann räumen wir das gute Zeug mal an die entsprechenden Stellen und dann können wir wieder Streets of Tarkov machen, meinetwegen. So, coole MP5. Na, wenn wir Streets machen, würde ich tatsächlich auf die MP5 wechseln. So, Goldkette brauchen wir gerade nicht zu Geld machen. Das schon. Ich habe eine Emmercon-Mütze mitgenommen. Bin ich so dämlich? Anscheinend ja. So. Ich weiß, ich speichere die normalerweise woanders, die Doc-Tags. Ich habe auch einen Splint mitgenommen, okay. Ab nach unten zum Verkaufen. Ach, da liegt ja eh noch was zum Verkaufen. Verkaufen. Ansehen, wie gut die ist. Ja. Beste Munition, wo gibt. Ja, damit. Okay, kriege ich gerade nicht unter, tue ich in die Waffenkiste. Ihr erinnert mich dann dran. So. Das kann aufrücken. Wodka. LabX. Will ich nur wissen, wie viel das wert ist, Therapist. So, hier haben wir unsere komischen Injektoren. So, das passt. EBR ist sehr wertvoll. Granate ist auch gut. Buckshot braucht man nicht. EMP5 braucht man aber. Die laden wir einfach mit den Luger-Ziegelei haben wir noch. Sieht gut aus. Wir hätten auch noch ein gutes MP5-Magazin. Das können wir auch eigentlich voll machen. Wir haben AP-Munition. Die verschwendet man noch nicht damit. So. Das sollte alles passen. Und dann braucht man lediglich ein bisschen was zum Nachklickern. Haben wir das da oben drin? Hier werden die AP, hier sind die M82er. Also keine gute Munition, aber es passt zumindest in die MP5 rein. Die Pistole nehmen wir auch mit. Handbuch drückt mal wieder weg. So, wie viel ist mein Zeug da unten wert? Therapist. Verkaufen. Ja, LedX 611.000. Also, hat sich gelohnt, der Raid. So, 104.000 dadurch. LedX behalte ich natürlich erstmal. Oh, nur 34.000 auf dem. Für Rackman. Na gut. Verkaufen. Kann man dem sonst noch irgendwie Scheiß andrehen? Und die Schrotflinten behalte ich. Boah, behalte ich. Na gut. Was habe ich gesagt? Streets of Tarkov. Geld haben wir hoffentlich genug. 38.000 passt. Ja. Ab geht's. Ah, hoffentlich geht es gut. Hoffentlich habe ich Exits, die ich kenne. Das schauen wir gleich natürlich als erstes nach. Curty Yard kenne ich. Plymouth Street müsste ich nachschauen. Damaged House sagt mir auch was. So. Full Auto und Energy Drink. Eine AA-Batterie. Die finde ich kacke. So, was haben wir hier noch? Emilia! Hot Rod.
FMJ. Was ist denn das für ein Gebäude? Also Streets habe ich ewig nicht gespielt. Also einmal einen Versuch gemacht und zweimal irgendwie im Practice-Modus. Aber hier müsst ihr ein bisschen Geduld mit mir haben. Ich muss die Hauptstraße finden und dann läuft's. Boah, wir werden schon beschossen. Wir gehen hier links erstmal rein. Ich glaube, rechts von uns ist sogar die Hauptstraße. Scheiße, hätte ich doch schießen müssen. Oder doch kneifen will ich jetzt aber gerade nicht. Hier ist ein offenes. Ein Glück wurde man währenddessen nicht abgeschossen. Während ich versucht habe, in ein Gebäude einzudringen. Medizintasche. Natriumchlorid und Injektor SJ6. Den haben wir auch noch nicht. Faszinierend. Jetzt habe ich ihn. So. Schrittmäßig höre ich gerade wenig. Das erfreut mich immer. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ich weiß aber nicht, ob es mir gefällt. Sieht hier aber auch alles so ähnlich aus. Nee, das ist einfach nicht geübt tatsächlich. So, was da? Nö. Vielleicht irre ich mich ja auch, wo ich bin. Kompass hat bestimmt geholfen. Nee, noch habe ich keine Orientierung. Ich dachte, ich wäre woanders. Aber alles kein Problem. Wir finden mal gemeinsam raus, wo es hier Richtung was Sinnvollen geht. Ansonsten schaue ich halt irgendwann mal aufs Handy. Das ist eine Absperrung. Das ist dann auch eine Absperrung. Also ich war hier schon mal. Ich war damals genauso verzweifelt. Da ist ein Sniper. Bin ich gerade in die falsche Richtung gelaufen. Mal sagen, dem Geräusch nach. So viele Schusswechsel, die können sich ja nicht alle irren. Irgendwie bin ich in der Nebengasse gelandet, von dem, wo ich hin wollte. Wir sollten auf jeden Fall mehr mit Deckung spielen. Sagte er, während er die Deckung verlässt. Die Laterne gibt nicht viel Deckung. Gehen wir mal hier durch. Das sieht besser aus. Die blauen Züge, die blauen Straßenbahnen, an denen kann ich mich orientieren. Das ist die Hauptstraße. Dann müssen wir einfach nach da vorne. Nichts leichter als das. Da liegt ein Feuerlöscher. So. Augen offen halten. Das ist nicht auf uns. Das könnte auf uns sein. Ist auch den Hammer.
Das ist aber nur ein Skiff. Naja, aber ein bisschen XP schadet ihr nicht. Apfelsaft. Hat bestimmt nachher Durst. Alles blind nehmen wir auch mit. Dann gehen wir mal weiter. Ich hab so das Gefühl, wir werden gleich von rechts erschossen. Rechts kommt auf jeden Fall einer. Komm halt um die Ecke. Lebt noch. Scheiße. So, wir haben 30 Schuss im Magazin. Wieso sind da so viele? Fuck. Ja, leg dich halt hin. Fuck, ey. Aber noch einige. Und ein. Ja, ist ja gut. Schlimmste ist gleich vorbei. Schlimmste vorbei. So. Dann heilen wir den Thorax wieder hoch. Und dann klickt man nach am besten. Ja. Das Köpfchen auch noch. Das Köpfchen muss auch geheilt werden. Kommt einer? Scheiße, jetzt ist die Waffe auch noch kaputt. Er hat eine SKS. Ladehemmung. Ja, reparier's doch. So. Saliva auf die Vier. Wir müssen hier weg. Das lockt ja die ganzen Skeffs an hier. Willkommen im Spieleparadies. Willkommen im Spieleparadies. Bin zu fett für Spieleparadies geworden. So. Kollege, was hast du denn dabei? Ein Helf-Item wäre sehr begrüßenswert. Das ist eine Pistole, teuer. Wir nehmen die Ibus. Was ist raus? Ja, leicht geirrt. So. Einmal nachklicken. So, jetzt muss man nur noch was trinken und dann können wir weitergehen. Heilen würde ich mich auf dem Weg. Die Arme bleiben jetzt halt tot. Da ist einer. Noch ein Skeff, aber hier auf der Seite habe ich auch noch was gehört. Beziehungsweise jetzt auf der anderen. Hui. So, das tut den Beinen gut. Die macht man nochmal voll. Habe ich jetzt ordentlich daneben geschossen.
Ja, also, das soll reichen. Das sollte erstmal reichen. So. Laufen und heilen. Laufen und heilen. Ja, heilen uns laufend. So kommt mir das auch vor. Wir dürfen uns nicht zu lange zeigen. Das war jetzt Pech, dass wir die nicht getroffen haben. Ich wünschte, ich könnte laufen und nachklicken. Aber ein Magazin machen wir noch voll und dann haben wir eh ein Problem. Ah, doch nicht so gut getroffen, wie ich dachte. Jemand? Und nicht von vorne. Da steht er noch. Links ist auf jeden Fall einer. Weiß nicht wo links, aber... War auch noch ein Scav. Lass mich doch in Ruhe. Heil! Heil dich! Sehr gut. Hilft gegen Blutung. Und weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier. Ja, das ist ein gutes Medipack. Langsam gehen sie uns aus. Der Sparjahr. Vielleicht ist da ja Tushonka drin. Oh, da ist einer. Hört ihr das auch? Der ist hier links ums Eck. Den habe ich gehört. Komm schon, Papa braucht Konserven. Langsam nimmt er auch Munition. Das ist wohl nicht wie Interchange, wo die Regale voll stehen mit Essen. Wechseln einmal ins Magazin. Vielleicht kann man den Scav antatschen. Vor uns. Nicht mehr vor uns. Hinter uns immer noch. Ah, das ist das Problem, wenn man zu viel an zu vielen Fronten gegen die Scavs kämpft. Kämpft. Und ein bisschen kämpft. Ja, da könnten wir auch durchgehen. Ich habe mich jetzt hierfür entschieden. So, einmal noch hoch rein. Bauch, Beine, Po. Oh, BTR ist da. Können wir einsteigen? Ja. Bin mir nicht sicher, wenn er rumfährt. Ich weiß, wir sind ziemlich offen. Ist nicht das Beste auf der Map. Sollten viel mehr durch die Häuser gehen. Ich habe leider nur die Hauptstraße, um mich gerade so wirklich zu orientieren. Und ab und zu hören wir zumindest was.
Also fürs Geth-Töten ist das schon mal eine gute Map. Und dafür, dass auf einen geschossen wird. Nichts drin. Energy Drink. Trinke ich aus. Sind wir schon beim Kino? Werden wir gleich erfahren. Kommt. Ihm geht's nicht mehr gut. Tatsächlich, da ist schon das Kino. Großes Kino. Das heißt, der Exit ist in der Nähe. Wenn er offen ist. Jetzt sind keine Fragezeichen mehr dran. Die Chance ist nicht null. So, hier unten kann man vielleicht noch ein bisschen was looten, ohne erschossen zu werden. Nee. Skeff irgendwo. Wahrscheinlich unter der Brücke. Da sind sie doch ganz gern. Er hat mich erschreckt. Oh, und da hinten ist noch... Hier. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ein Glück hat man eine Pistole. Sollte man öfter mitnehmen. Da kommt noch einer. Splint, splint. Nichts Wertvolles für uns. Fuck. Fuck, ey. Hat hier niemand die eine Scheißweste, die wir noch brauchen? Der zumindest nicht. Mit medizinischen Items habe ich aber auch nicht mehr so viel am Hut. So, wenn das jetzt nicht auf ist. Rauch ist nicht da, das ist scheiße. Das heißt, wir kommen hier nicht durch. Mist. Hier wäre es eh gewesen, aber kommen nicht durch. Ja, dann müssen wir gegen die Skeffs kämpfen, in der Hoffnung, dass sie was gegen das Wehwehchen haben. Was haben wir noch? Damage Toast, das klappt geradeaus. Ah, Skirty Yard, Glimmer Streifer, Clear, scheiße. Waffe kaputt, nehmen wir die andere. Kann hier nicht alles kaputt sein. Ja, fick mich. Tja. Für die Map-Kenntnis war das aber gar nicht so schlecht. Haben wirklich vieles Guess umgebracht. Vielleicht haben wir die Quest damit erledigt. Leider haben wir die nicht looten können, weil ich einfach viel zu neurotisch bin. So. Aber gegen Ende wird es jetzt schon ein bisschen schwieriger. Ich würde sagen, wir gehen als nächstes mit einer Schrotflinte auf Customs. Da verspreche ich mir ein bisschen mehr von. So, haben wir noch hier... Natürlich haben wir die Dual-Shot-Dinger noch und nöcher. So, ja, nicht zu wenig Munition. Und ein Salever würde ich auch wieder gern mitnehmen. Manche unten noch welche irgendwo. Das ist ein Car-Kit, aber Therapist hat uns eigentlich gesagt, sie tauscht. Maximal zwei, das klingt gut. So, jetzt haben wir zwei. Ah, scheiße, dieses Paid gibt es auch eins. Habe ich extra liegen lassen. Ah, die Quest haben wir erfüllt. Sehr schön, wie viel XP? 2300 und bisschen was. Okay, Guess Analyzers, Guess on Customs. Da gehen wir jetzt ja eh hin.
Geld nehme ich gern an. So. Brauchen wir was? Ja, wir müssen was essen. Ich habe wieder keine MRE wahrscheinlich mitgenommen. Zumindest nicht in den Mengen, in denen ich Hunger habe. Doch, hier sind sie doch. Ich habe nur keine Ordnung. Ansonsten ist alles in Ordnung. So, und ein Glück haben wir davon auch ein paar gekauft. Dann sind wir eigentlich startbereit. Wir schauen noch bei unserem Fans vorbei, ob der eventuell was Wertvolles für uns hat. Osprey, ja. CPC, kenne ich nicht. Ah, die Osprey ist gut. Oh. Die Osprey hat er wohin gepackt? Ach ja. Das ist Level 6 Armor. Ist krass, dass wir die bekommen haben. Vor allem noch mit vielen Armor Points. Das war so ein Glückstreffer. Aber wir haben jetzt nur noch 580.000, weil die war teuer. Irgendwann muss Geld halt auch wieder mal reinkommen. Kann nicht nur rausfließen. Oh, die Waffe. Die Waffe. Fuck. Die 250.000 hätte ich nochmal ausgegeben. Komm schon. Lad nach, du Stück. Na, Armor. Und hier lädt halt zu wenig. Wahrscheinlich sollte ich zuerst auf den Preis gucken und dann, ob ich sie nehme. Na, die haben wir bekommen. Jetzt haben wir noch 400.000. Na nee, gut, auf Customs. Haben wir alles? Haben wir alles? Nee, Saleva nicht. Das wäre beinahe schief gegangen. Und los geht's. Müssen auch mal auf Customs überleben. Oh, das ist noch ganz dunkel. Wir sind beim Schmugglerboot. Dann gehen wir mal Richtung Ruhr. Ist da schon wieder viel los. Jo, schnell in Deckung hier. Weiß nicht, wer sich da schon wieder totgeschossen hat. Es klang auf jeden Fall unfreundlich. Ich dachte, ich hätte was gehört. Das ist echt noch ein bisschen dunkel. Hoffentlich sehen die Bots dann genauso beschissen wie ich. Dash. Rein in die Dash. Oh, wertvoll. Das war wertvoll. 80.000, das ist ein gutes Stück wert. Immer nicht da. Immer noch nicht da. Okay. Akzeptieren wir es einfach. Oh, Gas Analyzer. Endlich. Endlich haben wir mal einen gefunden. So, Sniper ist da oben. Kann ich halt natürlich nichts machen mit der Schrotflinte. Ja, das war eh schon klar. Da ist auch ein Sniper drauf. Das gefällt mir gar nicht. Schießt er auf mich? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Unknown Key, den haben wir glaube ich schon. Quest müsste man dazu nur irgendwann mal machen. Haben wir hier drin.
auch. Ich hätte auch noch einen Gas Analyzer genommen. Und diese Ringe. Die braucht man auch. Die braucht man auch. Und wenn es nur zum Eintauschen ist. Oh, da ist gerade was. Da ist gerade was los. Und der Sniper hier ist nicht mehr mein Problem. Alter. Direkt vor uns. Ist das ein Boss? Ich höre ihn. Da ist einer. Ich glaube, das ist der Boss. Nee, nicht der Boss, das ist ein Jusek. Nicht auf mich! Wieso auf mich? Hab euch nichts getan. Würde euch gern was tun. Boah. Wieso ist der SJ6 noch in meinem Inventar? Der Injektor. Unser Leber ist echt gut. Also den haben wir zumindest. Das war der Skiff. Das war nicht das Problem. Warum er auch immer auf uns gewartet hat. Ich will eigentlich den Gas Analyzer nicht riskieren. Ich will schon kämpfen. Ich halte was anderes als eine Schrotflinte. Granate. Das war knapp. Boah, müssen wir warten, bis wir von hinten erschossen werden. Schieß auf jemand anderen. Heil mich nach vollen Zug. Sein, dass er hier ins Haus gegangen ist. Gib selber auf. Ah, dann waren sie zu zweit. Boah. Ich glaube, einmal habe ich noch abgedrückt, aber... Moms. Ne, habe ihn nicht getroffen. Oje, oje. Also, heute läuft's wieder nicht gut, obwohl es so gut angefangen hat. So, der kommt nach oben. 1916. Oh, diese Value Rate geht nach unten. Die Itemsumme geht zwar nach oben, aber insgesamt werden wir gerade ärmer. Ich glaube, ich würde eine reine Loot-Runde. Reine Loot-Runde auf. Habe ich schon wieder falsch gesagt? Loot-Runde auf Woods machen. Und euch da eben nur das Ergebnis zeigen.
will euch jetzt nicht mit den ewigen Lootrum-Gerennereien, die Tarkov nun mal auch teilweise erfordert, nerven. Das heißt, wir rüsten uns noch gemeinsam aus. Seht ihr, wie wir losgehen, und dann cutte ich eben zu dem Screen, wo wir entweder die Erfolgs- oder Misserfolgsmeldung haben. Ich finde, das ist ein ganz okayer Plan. Wie schwer ist denn das Osprey-Ding? Wahrscheinlich schwer, sehe ich gerade gar nicht auf den ersten Blick. Ich brauche auf jeden Fall noch einen Rucksack. Rucksack, Rucksack, Rucksack. Fans hat keinen für mich. Sind wir nicht schon Level 13? Nee, Level 12. Na egal, dann nehmen wir den hier. Und dann nehme ich einfach den hier. Dafür brauche ich jetzt noch Magazine. Magazine. So, 3 Stück. Reichen dicke. Die Waffe wird repariert. Ja, ja, kostet alles Geld. Kostet alles Geld. Nee, Seiger war das Falsche. EL23 ist das Richtige. Wieso wird das als richtig angezeigt? Ah doch, scheint auch dafür zu passen. Interessant. Ja, sieht okay aus. Also die GL hätten es auch getan, wenn es nach mir geht. Was haben wir da? PP, Egolink, nehmen wir hier mal die 30 guten. Dann nehmen wir 30 mittlere. 30 mittlere. 30 mittlere. Also, haben wir nicht mehr. Dann PPGS und dann holen wir was zum Nachklicken. Ammo. Ach, immer die US-Teile wieder. Bringt ja alles nix. So, nach unten. Buckshot brauche ich nicht. Saliva, Afak. Okay. Schön, dass der Rucksack so luftig ist. Brauche ich noch eine Body Armor? Wäre wahrscheinlich besser. Wer dies? Ja. So. Wir haben jetzt 300.000. Ach, ich hätte noch so eine Cora. Nehme ich lieber die. Ist die schwer? Ohne ist natürlich besser. So. Damit würde ich jetzt einmal looten gehen. Wünscht mir Glück. Erfrischend. Scheißkatzen. Nein! Tja, ich war einfach zu gierig. Ich habe einen Bär erschossen, aber sein Freund hat mich erschossen. Wir hatten so gutes Zeug, das blende ich am besten auch gleich mal ein. Aber irgendwas Sinnvolles ist in der Gefängnisbrieftasche. Ja, wenn's nicht läuft, dann läuft's nicht. Aber guckt, was wir haben. Wir haben so eine Den-Figur, die wir verkaufen können. Und endlich Zahnpasta, damit können wir was im Hideout machen. Da ploppt er schon auf. Boah, so eine Loot-Runde muss ich aber jetzt mal wirklich erfolgreich durchführen. Ich war wieder, keine Ahnung,
ist im Sankten Village passiert. Ich glaube, das werde ich eingeblendet haben. Hey, eine Toilette für uns. Ja, können auch hier mit den Stoffen uns die Arme ein bisschen selbst herstellen. Boah. Kann man machen, muss man nicht. Obwohl das Level vom Hideout entsprechend steigt. So, Message. Yay, Midlights Package von Prepper. Warum nicht? Ansonsten hab ich 500 Rubel gefunden. Ja. Scheiße. Das mache ich gleich nochmal. So, dann probiere ich nochmal. So, ja, ich bin wieder gerüstet für einen Loot-Run. Test. Ja, ich bin wieder gerüstet für eine Loot-Runde auf Woods. Wünscht mir Glück. Wir können noch eine Quest abgeben, das macht man direkt hier bei Prepper. Kriegt man vielleicht auch was Schönes dafür. Ah ja. Dankeschön, Firma dankt. Messenger. Immer hier mit dem Zeug, wenigstens wieder 20.000. Jetzt haben wir so viel Rüstung und Mist gekauft. Auch bei Fans, wir sind runter auf 150.000 Rubel. So, dann mache ich mal eine Loot-Runde und hoffe, ich komme mit mehr Geld raus, als ich reinstecke. Yay, es hat mal geklappt. XP und zwei Usex habe ich umgeballert im Skeff-Bunker. War dunkel, ich hatte Angst, aber ich hatte eine Schrotflinte. Und die nicht, das war deren Problem. Ja, Heilen haben mich auch ein bisschen erwischt. Dem einen habe ich seine MP5 abgenommen. Der andere hat nichts Gescheites gehabt. Und wir haben ein bisschen Loot, also ein bisschen was wir brauchen. Ich habe die Tushonka-Dose endlich gefunden. Die war im User-Camp. Hoffentlich habe ich sie noch dabei. Paar Rucksäcke haben wir. Den roten habe ich zum Schluss gefunden. Da ist die Tushonka-Dose. Wenn ich da jetzt Doppelklick drauf gemacht hätte, hätte ich mich geärgert, weil dann hätte mein PMC das sofort gegessen. Also Jäger-Tasks rein damit. Ah, schön. Und 4000 EP für mich. Wir sind Stufe 13. So soll das. Ohne Body Armor 5 Scuffs erledigen auf Woods. Und hier mit einer SVS oder irgendeinem anderen Bolt Action Rifle nur mit Iron Sights auf 40 Meter Entfernung Scuffs umbringen. Rough Tarkov kenne ich glaube nicht. Heavily Mined Area und Woods. Ja, das ist eigentlich viel. Muss mal sehen, welche gemeint ist mit dem Wort Mined. Und Tarkov Shooter. Aha, okay. Ich mag Jäger, so viele Quests. Und jetzt her mit meinen Rewards. 50.000 Rubel. Die brauche ich aber ganz dringend. So. Ach, von dir kann ich mir Umkehr kaufen für deutlich billigeres Geld. Na, das ist praktisch. Brauche ich den Fans nicht mehr dazu. So, Therapist können wir... Hammer gelevelt? Ja. Ging automatisch, wunderbar. Health Resort Westring Room Key, alles klar. Medicine Case, ach, kann ich noch nicht kaufen. Wäre praktisch, was kostest du denn? Ach, das ganze Zeug, ich erinnere mich. Das kostet 40 Doc-Tags, Pistol Case, ja, irgendwann vielleicht. So, nächster Händler ist, glaube ich, Prepper auf Level 15 und von dem müssen wir halt entsprechend noch was kaufen. Ah, da die Weste jetzt hat, wird das kein Problem. Was hat der denn für Tasks? Ja, brauchen wir halt den Directory Key, Directors Key. So, dann wollen wir mal verkaufen.
Hier unten rechts alles, was ich verkaufen will. Oh, und ganz wichtig, diese Teile hier. Müssen wir irgendwann kommt eine Quest, dass wir die ganzen Dinger im Raid finden. Und wir haben sie jetzt schon, die meisten. Ich glaube, irgendeiner fehlt noch, aber... Ah, gut, dass wir das schon haben. So. Den verkauft man auch, weil er nicht found in Raid ist. Erbsen zum Essen. Ich tue mal Essbares hier unten irgendwie hin. Buckshot. Habe ich, glaube einen anderen Stapel weggeworfen. Oh, hier sind die zwei Dogtags. Verkaufe ich. Essen. Kann man, glaube auch essen. Ja, Energy plus 50. Kann aber auch sein, dass die Wurst 20.000 Dollar wert ist. So, das kommt in die spezielle Zuckertasche. Und der EWR kommt noch zum Essbauen. So, der Rest wandert erstmal in die Box. Sehr schön, sehr schön. Die zwei Sachen auch. Können wir nie genug davon haben. So, die MP5 hebe ich für uns auf. Und ich würde tatsächlich noch eine Loot-Runde machen. Ein Affa kommt raus. Zwei Rucksäcke kommen raus. Die USP nehme ich mal mit. Und den Helm habe ich gefunden. Können mal schauen, ob der was wert ist. Je nach... Ja, der könnte vielleicht 40.000 bis 80.000 bringen. Schauen wir mal. Also erstmal Rackman. 60.000. Boah, ist ein Deal. Oh, Traders, Therapist, zahlt immer am besten. So, 140.000. Das ist Musik in meinen Ohren und das eine... Ah, das ist nur für 11.000. Ja, 11.000 mehr als davor. Und die Wurst ist 12.000 wert. Wissen wir Bescheid, aber ich behalte lieber als was Essbares. Splint. Ich dachte, ich hätte Splint irgendwo gefunden. Ah, ich habe meinen weggelegt wahrscheinlich. Oh, Condensed Milk. Können wir auch irgendwann verkaufen. Da ist hier noch ein Splint. Und ich suche mich letztes Mal halb wund. So, wir brauchen noch ein bisschen Nachfüllmunition. Und dann gehe ich nochmal auf Woods. Fuck, was ist denn hier los? Niedergemäht.
So, das lief doch gar nicht schlecht. Ja, ein Bier, ein Bär haben wir ausgeschalten. Sogar mit der Pistole. Mal XP. Ach, ist das schön. Und jetzt kommt wieder Geld in die Kassen. Mal wieder zwei erfolgreiche Raids. Und wir haben sogar noch gutes Zeug mitbekommen. Haben sogar ganz gutes Zeug mitbekommen. Tja, ich war dämlich und habe die MP5-Magazine einfach nochmal mitgenommen. Das hat viel Geld gekostet. Das wären nämlich zwei wunderbare Slots gewesen. Ansonsten lädt relativ viel. Trotzdem, hier haben wir so eine Rüstungsweste. Armor Klasse 4. Das ist eigentlich fantastisch. Ein paar AK-Magazine. So, die Shroud-Ding, diesmal found in Rage. So. Bulzen. Afax. Ja, ist wieder. Sortierung ist eh wieder hinüber. Das muss man hier regelmäßig nachflicken. Und wir haben was zu essen. Wir haben was zu saufen. Esmar hat schon mal tatsächlich auch mitgenommen. Hätten wir jetzt nicht explizit gebraucht. So, das ist leer. Wasserfilter. Magnet. Zündkerze, Nägel. Muttern. So, haben wir nicht angefangen, Schlüssel hier in die Asimut. Ah, die heißt Poyas Combo. Ich kenne die noch als Asimut. Egal, kommt da rein. Vielleicht ist die Asimut auch irgendeine andere. So, Essen. Zu verkaufen. Genau, den habe ich umgeballert. Dachte, das wäre ein Skeff. War aber keiner. So, dann haben wir hier nochmal Afak. Nochmal ein Dorm-Ding. Rein damit. Ja, das Teil habe ich auch mitgenommen. Können wir verkaufen. Und ich habe noch eine PMC-Leiche gefunden und geplündert. Die kommt natürlich zu den anderen. So. Zu fast allen anderen. Ich glaube, eine ist auch noch in der Junkbox. Ah, schöne Granaten. Ja, die zwei kann man mitnehmen. Boah, die sieht doch auch relativ gut aus mit Flashlight. Sehr schön. Kommt da mal hin, vielleicht entscheidet sie sich mal zu laden. So, vielleicht ist das die richtige Munition dafür. Das sind auf jeden Fall 60er Magazine. Ich glaube, die sind allein schon ordentlich was wert. Und die Pestili-Maske. Die Plage. Pestili. Wunderbar. Ich mag seine Streams eigentlich. Und sein Skill ist unübertroffen. Also, krasser Typ. So, wie sieht's aus? 15.128.000. Da ist doch ordentlich Geld reingekommen. Wir sehen noch nichts davon, weil wir so wenig verkaufen. So, die zwei Dinger sind auf jeden Fall schon mal weg. Apfelsaft behalten wir. Käse. Mag ich eh nie besonders. Emilia behalt mal. So ein Afak ist auch relativ viel wert mit 22.000. Aber die können wir nicht verscherbeln. Ja, die Med-Tools vielleicht, aber die brauchen wir später so oder so. Na gut. So, irgendwen gelevelt, irgendeine Quest. So, da geht mal besser auf die Übersicht. Supplier, ja, die BMTI Module 3 Body Armor suche ich immer noch relativ verzweifelt. Operational Task ist Elimination. Drei PMCs braucht man noch, mit Thorax oder Stomach oder einen Magenschuss. Redman will, oh, das hätte man machen können. Curty Yard aber war nicht offen. Geht ja noch 18 Stunden. Realzeit. Ansonsten, ja, sieht es aktuell ganz gut aus. Einmal noch ins Hideout. Vielleicht sind die Kultisten inzwischen fertig. Nö. Sind noch am Sammeln. Sieht man, wann die fertig sind? 2 Stunden, 5 Minuten. Alles klar.